den Event, also der Konzert an der Römlinger Min, wurde organisiert, für ein spezielles Fossil zu feiern, den Leanisch, also Paläontologen aus dem Naturmuseum, fanden und nur Testimonia benannt haben. Wie feiert den Fossil, den einer Metalband benannt, gehört man natürlich an einer Eisenmin. Rockfossils als eine Wanderausstellung, die für ein paar Jahre in Skandinavien entstanden ist, wie sich ein Paläontolog aus Schweden und ein Modellbauer aus Dänemark zusammengetan haben, für eine Ausstellung eben zu bauen, die zum Thema hat Fossilien, die nur Rockstars und Rockbands benannt sind. Und die Ausstellung ist seit einer Zeit schon in NRW, sie war letztes Jahr zu Lützeburg, und seitdem gibt es immer mehr Paläontologen, die hier neu achten, eben nur ihre Lieblingsbands benennen. Wir fanden das genial, dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen dem wissenschaftlichen und dem kreativen Bereich, in l'occurrence high Metal. En plus von dem Metal ja echt mehr eine sparte Musik aus. Also für den Metal, das ist auch für uns eine super Gelegenheit, für einfach mehr große Publik, beim großen Publik bekannt zu gehen. Auf der anderen Seite sind vielleicht auch Leute, die normalerweise nicht mit der Wissenschaft auf Kontakt geben, kommen dann sich mit Fossilien geben, auseinandersetzen. Die kommen auf der anderen Seite, du mal da auch auf Kontakt. Für was gibt Fossilien und Testimonia benannt? War ja ganz einfach, wie die Ausstellung Rock Fossils letztes Jahr zu Lützeburg war, wurde Testimonia eine ganz besondere Begeisterung für das Projekt gewesen. Vor allem im Kader von einem Konzert, den wir an der Ausstellung konnten organisieren. Das ist sicherlich der Hauptgrund, für was wir Testimonia gewählt haben. Es wird immens gefreut, für bei dem Projekt auch können, dabei zu sein, für einfach auch an der Hinsicht Rock Fossils an den Naturmuseum zu unterstützen. Boah, aufgesehen davon, dass es scheinst du am Alter selber wie ein Fossil fehlt, ist das natürlich etwas immens Spezielles, wo man immens überrascht wäre, wie man das dann noch sehen könnte, wo wir wirklich dankbar sind, dass wir das eher kriegen, dass eben eine neue Spezies von Fossilien nur das Dämonia benannt wird. Dass auf der einen Seite, also ein bisschen schon eine Hommage und als Langlebigkeit auf der einen Seite. En plus, also nach mehr eher, dass wir mit Testimonia, die aber mehr im Mittelbereich unterwegs sind, das sagt zu eher geht. Die Konzerne an der Mine wird daran bestehen, dass Visiteuren mit der Minebohne rangefahren gehen, 800 Meter an den Berg ran. Und dann werden sie bei 8 Grad Celsius und 90% Luftfeuchtigkeit ein Konzert erleben von Testimonia, unterstützt mit Sleeper Skilled als Vierband. Ein Konzert, den zwar, wenn die Bedingungen echt kurzwert sind, mehr aber definitiv emolig und definitiv mit einer ganz speziellen Akustik und in einem ganz speziellen Kontext wird stehen. Und da werden sie auch sicherlich lange in Erinnerung wert bleiben. Zwischen den zwei Sets wird ein bisschen erklärt gehen anhand von einem kleinen Film, was man Testimonia Fossil überhaupt auf sich hat. Den ganzen Tag vom Konzert war natürlich extremst aufregend und speziell. Du hast gefangen, dass wir nomadisch mit einer Minenbühne herangeführt sind, mit Material, bis auf Platz, die 800 Meter ran, wo der Konzert ist. Als der ganze Nomadisch abgebaut ging, haben wir natürlich probiert, für eine Situation, die unbekannt war für uns, kurzfristig das Allerbeste zu machen. Und ich denke, dass das super gelungen ist. Es war eine super Crew mit dabei. Wir hatten Leute, die sich um den Sound gekümmert haben, Marc Frühlingen und dem anderen. Dann hatten wir Leute, die das ganz gefilmt haben, die das auch ausgelegt haben, wie der Marcel Dostert, den er doch genial gemacht hat, wodurch wir immer eine spezielle Ambiance hatten. Voilà, und dann, wie wir bis den Soundcheck gemacht hatten, dann haben wir gedacht, da gucken wir mal, was passiert. Die Leute sind noch an uns gekommen. Loser hat sich die Stimmung aufgebaut. Sleeper Skilled, die als Support mit dabei waren, haben angefangen und ihre kurze Set gespielt. Ich muss sagen, das Event war immens flott. Es waren ganz viele Leute aus den verschiedensten Altersgruppen da. Es war eine immens gute Stimmung. Die Leute haben viel erkannt. Es gab viel
viel auch am Kader von dem Abend. Ich werde die ganze Sache geschwart. Und mir ist einfach ein super schöner Platz für Konzert spielen. Mit einem viel besseren Sound, wie es sich eigentlich vorgestellt hat. Dann sind wir dann auf die Bühne gegangen. Ja, es war einfach eine geniale Stimmung. Die Leute waren alle mit dabei. Es war für uns immer speziell und super, für ein Publikum zu sehen, wo nicht mehr Giel, Kaske für uns waren. Es hat ein bisschen Gefühl gegeben, für die Minions spielen. Kaske sind immer so hin und her gegangen. Das war das Headbanging mit dem Kaske. Und voilà, es war ich meine, für Hitfried eine ganz spezielle Abend. Schön Gefühl gehabt, dass Hitfried ganz froh war und zufrieden war. Für uns war es eine inoubliable Experienz. Und wir können nicht mehr dankbar sein, dass wir das können erleben. Und froh sein, dass so viele Leute sich mal da gefunden haben, für das wir das zu zelebrieren. Erfahrungen wie die heute weisen, dass Wissenschaftskommunikation die Brücke baut zu einer Disziplin, wie in diesem Fall Musik, dass die definitiv lohnenswert sind, weil der Brückenbau den erlaubt es, für Welten zusammenzubringen, Synergien zu machen und dadurch Leute zu erreichen, denen über die konventionellen Stichwörter nicht geben können. Ich fand, dass der ganze Abend in der Hinsicht voll und erfolgreich war, weil wir haben Leute mit und mit kriegt auf einen Platz, wo sie nicht waren. Es waren ganz paar die Leute, die waren ganz überrascht, wie flott dann der Mine ist, wo sie nie da waren. Der andere Seite, haben auch Leute, die durch den Film die Gewisse gehen, dass man macht, was Fossilien überhaupt sind und wie sie benannt gehen und wie man das geschafft hat. Und auf der anderen Seite haben wir auch Leute, die eigentlich mit Metal nicht so viel im Hut tun, die einfach ganz interessiert waren durch die Location und die einfach zwei Metal-Gruppen von Lützburg kennengelernt haben, die auch total etabliert sind. Das heißt, für mich war das tut, genau das, was das soll sein. Eine Möglichkeit, für verschiedene Leute zusammenzufeiern und etwas Gemeinsames aufzubauen. Fossilien gehen üblicherweise an Stehbrechern auf Chantier fand, aber heinz so tauchen sie auch ab an den Burgherren, die bei Bohrungen gemacht gehen. Ein Desdemonia-Fossil war an einem Burgherr dran, den zu Diddling Neischmelz gemacht gauf, für do am Cartier de Neis soll gebaut gehen, Potenzial von Erdwärme zu explorieren. An so einem Burgherr geht es dann an erster Linie darum, herauszufinden, wo er sich an der Erdgeschichte befindet. Das heißt, muss er gucken, für den Alter von den Schichten zu bestimmen. Aber wenn er dann einen interessanten Bereich findet, brauche ich nur ein Echantion rauszuholen und zu gucken, für dort Fossilien zu extrahieren. Fossilien, die in einem Burgherr gefunden sind, normalerweise relativ klein, schon allein wenn es der Kreis vom Burgherr. Aber für der kleinen Fossilien aus dem Gestänge rauszulesen, muss das Gestänge abgelesen gehen oder mazeriert gehen.
Das gött einst mit Chemikalien gemacht, oft einfach schuss mit Wasser. Und da gött das abgelesen Gestänks über deinem Sift gewäscht, sodass schuss nach die Kraftkehren übrig bleiben und an denen kann ihn dann die kleinen Fossilien fangen. Die Aussicht von den ganz kleinen Fossilien, also von den Mikrofossilien, geschieht üblicherweise in einer Lupe, mit einem Pinsel oder mit einer Pinzette und dauert natürlich immens lang. Da hilft oft gut Musik nebenbei, für die langwierige Prozedur zu begleiten und das ist natürlich mehr wie ein Jahr schon die Ursache gewesen, für was das dann so ein Fossil den Namen von der Lieblingsband vom Paläontologen kriegt hat. Wenn Mikrofossilien bis rausgesicht sind, geht es darum, für sie zu visualisieren und sie zu identifizieren, das heißt, rauszufinden, was das ist. Am Fall von Desdemonia-Fossil also den Einzelteil von einem migrosen Teil gewischt, und zwar von einem sogenannten Schlangenstern. Das sind Cousins von den Seesternen, die leben noch heute noch immer am Meer, und ihr Skelett besteht aus einer Vielzahl von kleinen Stecker, und die können als Mikrofossilien an so geschlemmtem oder abgelästem Gestänks fangen. Genau wie beim Skelett von einem Wirbeldeier kann er bei einem Schlangenstern-Skelett die Einzeldeler genau auf die richtige Position setzen, das heißt, kann er so, als wäre einem Teil vom Körper sie kommen. Denn das Desdemonia-Fossil ist ein Steck aus dem Arm vom Schlangenstern, und zwar von der Seite vom Arm, wo die Stacheln drauf sitzen. Und die Stecker, die haben extrem viel Merkmale, können dadurch auch als Einzelteil identifiziert gehen, an einer Art zugeordnet gehen. Wenn der Verdacht besteht, dass ein Mikrofossil zu einer bislang unbekannten Art gehört, dann wird das Fossil unter den Elektronenmikroskop gelöst, weil ihn dummer dann noch mehr präzise Bilder kann machen und dadurch auch mehr genau Vergleiche kann machen mit bekannten Arten. Am Fall vom Desdemonia-Mikrofossil hat sich eben konfirmiert, dass das Schlangenstern-Einzelteil zu einer Art gehört, die bislang der Wissenschaft unbekannt war. An dem Fall haben die entdecken, die Freiheit für der unbekannte Art den Namen zu geben.